Minecraft Mod Show heute mit dem Mine & Blade Commander Mod. Mein Name ist Chris und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Track Record. So, und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft Mod Show am Freitag. Juhu! Gestern kam ja leider keine GTA 4 Mod Show, darum kommt heute die Minecraft Mod Show, die ja eigentlich immer freitags kommt, aber ich krieg hab im Moment echt wenig nur hin. Das ist ein bisschen schade, aber meine Minecraft Mod Show, die muss natürlich immer sein, denn ich sehe ja an den Bewertungen schon, dass es euch irgendwie schon Spaß macht, da das Video zu sehen und dann auch zu bewerten, wenn man euch denn dazu auffordert. Ja, das letzte Mal haben wir trotzdem leider nicht die 500 Likes gepackt. Ich glaube, wir stehen bei 450 oder sowas, also es ist schon recht gut. Also ziemlich gut, also ziemlich krank gut, aber es ist halt nicht die 500, aber das ist natürlich überhaupt kein Problem, denn ich schiebe mir die Schuld zu, genau. Und YouTube natürlich, denn das Video hat irgendwie 3 Stunden verarbeitet oder so. Ich habe es wie immer hochgeladen, aber ging auch ganz schnell das Hochladen, dann war es ewig auf 95% Verarbeitung und kam halt 1 Stunde später und das natürlich dann immer schlecht, ja. Also vielleicht ist da auch ein bisschen was flöten gegangen an Bewertungen, man weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall diese Woche wieder probieren. Diesmal ein bisschen geringer einsetzen mit 400 Likes. Also 400 Likes klotzen wir rein und dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche wieder mal eine höhere Zahl anpeilen. Aber auf jeden Fall peilen wir morgen eine höhere Zahl an, denn morgen ist der Let's Player Battle Contest Finalrunden gedöns, ja. Wem das jetzt nicht sagt, der hat auch nichts verpasst. Wir werden morgen dann nochmal ein Video zu hochladen. Ich werde es irgendwie nennen, bitte unbedingt anschauen oder so. Und da brauche ich euch alle, also ich fordere euch jetzt alle auf, die heute dieses Video sehen, ja. Schaut auf jeden Fall morgen das Video, was ich hochlade, dieses kleine Infovideo an, ja, und bewertet so wie diese Mod Show. Also heute 400 Likes auf diese Mod-Show, ja, das schafft ihr locker, hoffe ich mal. Also ich hoffe, ihr seid einfach so geil, wie ihr immer seid. Und dann zerplatzen wieder alle Füße, ja, dann packe ich euch ein Bild von meinem zerplatzten Fuß in die nächste Minecraft-Mod-Show. Nicht, nein, natürlich nicht. Nee, aber wenn wir heute dann die 400 Likes irgendwie hinpacken, also es dauert ja sowieso immer 3-4 Tage oder so, dann schaffen wir, denke ich mal, morgen auch die 500 Likes bei dem Let's Play Battle Contest und bashen einfach mal unseren Finalgegner so richtig hart weg. Ja, also so wie ich euch kenne, schaffen wir das. Ihr seid ja einfach geil. So, jetzt, aber hier. Nee, noch eine Ansage, ich habe Mikro geschlagen, hat man vielleicht gerade ein bisschen schon laut gehört. Noch eine Ansage, nämlich schreibt natürlich wie immer Mods in die Kommentare und bewertet Mods, die ihr gut findet, mit einem Daumen hoch. So fällt mir das Auswählen leichter und ich weiß natürlich, was euch interessiert und gefällt. So, jetzt aber, heute Mine & Blade Commander Mod. Ganz einfache Sache, also ihr wolltet ja eigentlich den, irgendwas Weapons Mod, ich habe gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall wurde der eingestellt, schon vor längerer Zeit und ist überhaupt nicht für 1.4.7 erhältlich. Und bevor ich downgrade, ja, weil das ist ja letztendlich sinnlos, wenn ich downgrade und euch eine aktuelle Mod vorstellen würde, die ihr auch benutzen könnt, habe ich gesagt, gut, suchst du was ähnliches und bin dann auf diese Mod gestoßen, die vom gleichen Macher ist, ja, also er hat die andere Mod eingestellt und diese ja weitergemacht und grundsätzlich sind die zwar ziemlich verschieden, weil bei dieser Mod gibt es einfach keine Waffen für euch selber, sondern, wie der Name schon sagt, Commander fügt es halt NPCs hinzu, die von euch rumkommandiert werden können, ja, so wie beim Spiel Mount & Blade letztendlich auch. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Ich habe nämlich schon was Formschönes da hinten gebaut. Vielleicht sieht man schon da hinten, genau. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Sachen, denn das schon ganz gut in der Mache ist, noch in der Alpha-Phase, ja. Aber was schon ziemlich cool ist, es ist trotz Alpha-Phase Multiplayer-fähig. Also man kann das schon zu zweit spielen. Ich denke mal, Arno und ich würden es mega gerne zu zweit spielen, so wie den Clay Soldiers Mod und Paintball Mod. Also wir kriegen ja immer noch keinen Hamachi-Server ins Laufen. Wir hatten das ja schon mal angesprochen, da hatten wir auch ein paar Tipps gekriegt. Einer hat uns auch eine Nachricht mit einem Tipp geschrieben dann noch und hat alles nichts geholfen. Wir haben das alles schon probiert und ja, keine Ahnung, ob das jemand, wenn wir es jemals ins Laufen kriegen, werden wir diesen Mods auf jeden Fall alles spielen. Bis dahin ist es echt schade drum, weil die sind echt so geil. Aber gut, ich zeige euch jetzt erstmal, was hier in der Alpha schon drin ist. Es kommen noch viel mehr Einheiten, als hier jetzt schon zu sehen sind. Und noch viel mehr Sachen, das ist nur ganz früh jetzt. Also, hier sind erstmal jede Menge diese Banners, die habe ich ja gerade eben in der Kiste kurz gezeigt gehabt, ohne was dazu zu sagen. Also, ihr könnt hier überall random hin platzieren. Und was schon ziemlich cool ist, die könnt ihr nämlich so platzieren und so platzieren. Ja, also in 3 verschiedenen Positionen. Also sogar in Schräglage, das ist in Minecraft schon was Besonderes. Und dann gibt es die Trompete, zu der kommen wir gleich, denn wir drücken jetzt einfach mal auf so eine Flagge drauf mit Rechtsklick. Und dann sehen wir schon, haben wir hier einmal eine Goldanzeige, wie viel Gold wir haben. Ich habe jetzt hier einen Gold-Ingot, oder wie das Ding auch immer heißt. Das heißt 9 von diesen, wie heißen die, diese kleinen Goldpopel. Ach komm schon, gerade eben wusste ich es noch. Hier genau, Nuggets. Also Gold, 9 Gold-Nuggets wäre das Ding auseinandergelegt. Also rechnen wir das als 9 an. Wenn ich jetzt einen Goldblock drin hätte, dann wäre das halt viel mehr. So,
Also hier gibt es jetzt nur die Militia. Militia, oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Militia oder Militia zur Auswahl. Da kommt noch Bogenschützen dazu und da kommen noch Mönche dazu, habe ich gesehen. Und auch noch jede Menge Zeug. Wie gesagt, das ist erst eine Alpha, das ist jetzt das erste, was es gibt. Ja, ziemlich coole Sache. Und den kann man jetzt hier erst konfigurieren. Also ich kann ihn jetzt ganz dunkelhäutig machen oder ganz hellhäutig. Ja, ich mache den jetzt mal so gut gebrannt. Also war gerade in Mallorca oder so. Dann kann ich die Haarfarbe komplett konfigurieren. So einen roten Shop. Dann kann ich hier die Augenfarbe komplett noch umändern. Also ich mache ihm jetzt mal so krank hässliche Augen. Und dann kann ich dem seine Waffe noch konfigurieren. Wobei das die Stärke letztendlich nicht verändert der Waffe, sondern einfach nur jetzt rein äußerlich ist. Genau wie der Helm, der ist auch jetzt nur zur Verzierung. Aber ich setze ihn jetzt mal auf, weil es ganz lustig aussieht. So. Jetzt haben wir hier eine Standard Guard. Beziehungsweise einfach eine Wache. Und sieht jetzt aus, wie wir ihn wollten. Und den können wir jetzt, wenn wir sehen schon, wenn wir X drücken, ja, auf den drauf, dann haben wir den jetzt ausgewählt. Der hat jetzt so ein Kästchen drumherum. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich denke mal, man sieht es ganz gut. Und dann haben wir hier Order. Ja. Jetzt kann ich hier einmal Follow, Stand Guard, Go to Order Target Distance und Upgrade. So, ich werde euch jetzt erstmal Follow zeigen. So, jetzt, wenn ich irgendwo hinlaufe, dann kommt der mir hinterher gerannt. Ja, und das ist jetzt auch das größtenteils das Ziel schon von dem Command Ding. Man hat auch gesehen, er hat jetzt hier oben was in der Klammer da abgezogen bekommen, also in der Klammer da in seinem Namen, ist abgezogen bekommen, weil das eben 1 kostet, wie es hier auch oben rechts Order in Klammern 1 steht. Ja? Ich kann jetzt auch irgendwo hinschicken, also ich bekomme dann hier diesen coolen Pfeil. Ich kann ihn sagen, ja, du rennst jetzt mal da hinten in das Haus rein. Bestätige ich das mit Enter immer, also scroll damit den Pfeil durchs nächste Menü, bitte mit Enter und schon rennt er dahin und hat nur noch 7, 6, 6, wieso 6? Wieso hast du nur noch 6? So, und jetzt kommt eigentlich das Coolste da dran, nämlich das Upgrade-System. Da gibt es nämlich schon verschiedene Zweige. Da gibt es einmal Man at Arms und Spearman. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich nicht alles zeigen, aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen. Man sieht jetzt hier den Man at Arms, der kriegt jetzt erstmal stärkere Sachen und so weiter und so fort. Oder ich mache zum Spearman, wo er rein das Gleiche bekommt, aber noch Extended Reach. Das heißt, er kommt viel weiter, weil er ein Speer hat. Aber es ist halt viel langsamer im Attacken, ja. Kann ich dann auch noch konfigurieren. Es ändert alles grundsätzlich nichts an der Stärke. Das ist alles nur Verzierung. Ja, ich mache jetzt mal den Spearman. Und schon sieht man, hat er jetzt einen Speer in der Hand und, also einen größeren Speer, beziehungsweise weil ich das Aussehen halt geändert habe. Aber es ist jetzt halt geupgradet. Und ich kann ihn jetzt noch weiter upgraden, das zeige ich jetzt auch noch, zum Pikeman, der dann halt den Arrow noch blocken kann und noch weitermachen kann. Und hier noch ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, ob das geupgradet wurde, aber ich gehe mal davon aus. So, dann kann ich dem hier auch noch seine Sachen konfigurieren. Und patsch! Schon habe ich die stärkste Stufe von diesem Pikeman? Von dieser Klasse. Ja, also es ist jetzt die stärkste Stufe von diesen Lanzviechern. Und man sieht, dass die Dinger verschwinden, wenn ich da jetzt was ausbilde. Ich bin jetzt mal gerade den nächsten einfach aus. So, jetzt wurde das ersetzt, ja. Also es ist das weg und da ist ein Männchen gekommen. Und den kann ich jetzt auch schnell upgraden, einfach zum Man at Arms diesmal. So, den kann ich dann wieder weiter upgraden. Zum Sellsword, also einem mit zwei Schwertern oder zum Knight. Ja, also man sieht hier, wir haben auch wieder ihre Spezialfähigkeiten. Verschiedene Stärken. Also ich nehme jetzt mal den Knight. Blip. So. Man sieht schon, die Klammerzahlen steigen übrigens auch. Ne? Jetzt kann ich dem noch sagen, go to. So, dann rennt er jetzt auch da rein. Okay, und wenn ich die jetzt alle holen möchte, dann nehme ich diese Trumpet. Also meine Kriegssinge mache. So, okay, ich war zu weit weg. Auf jeden Fall mache ich. Und dann, blöpp, habe ich Order 2, denn dann habe ich beide ausgewählt und kann jetzt hier sagen, go to, blöpp, und dann kommen jetzt beide angerannt, ja. Und das ist jetzt das Coolste da dran, das ist nämlich das Ziel davon auch, nämlich kann ich man die jetzt kämpfen lassen, also die kämpfen jetzt fein, hier gegen diesen Zombie einfach, so, und sie schon, die bekommen dann auch Schaden, also seine Lebensleiste wird jetzt immer leerer. Aber durch das Kämpfen kriegen sie halt auch wieder Sachen in den Klammern dazu, also Erfahrung, und können dann halt wieder weiterlaufen und eure Befehle befolgen. Ja, aber dann die Moral, das ist das in den Klammern, letztendlich steigt, weil sie ja gewonnen haben. Ja, sinnvoll? Sinnvoll. So. Ja, das war's eigentlich auch grundsätzlich schon. Ich kann jetzt nur noch mal kurz zeigen, was ich eben versäumt habe. Hier die ganzen Sachen gibt's halt, also diese ganzen verschiedenen Klassen. Die kämpfen, wie gesagt, gegeneinander. Wenn jetzt ein anderer Minecraft-Spieler andere Leute befehlt, dann kann er die natürlich auf dich hetzen. Ja, also das ist dann so eine Sache. Zum Beispiel, da war auch ein Bug beschrieben, dass zum Beispiel beim Invasion-Mod, dass
diese Leute hier halt nicht auf die Viecher vom Invasion-Mod reagieren, aber wenn man das mal in der Alpha-Phase sieht, dann, wenn die sogar in Invasion-Mod funktionieren und man das alles kombinieren kann, so, dann ist dieser Mod natürlich wieder total geil. Ihr fliegt jetzt schon wieder zurück. Oh, ich lasse euch zurück. Ja, ich lasse ihn mal zurück. Und ja, grundsätzlich war das auf jeden Fall der Mine and Blade Commenter Mod, genau so heißt er. Links in der Beschreibung ist eine ziemlich coole Sache, würde ich auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke mal, der wird auch noch viel weiterentwickelt, zumindest hoffe ich es, dass er nicht wieder aufhört, diesen Mod zu entwickeln. Aber ich denke, da kann was Gutes draus werden, vor allem im Multiplayer, wenn da so ein strategisches Minecraft draus wird, denke ich mal, dass das ziemlich cool wird. Wir kriegen es leider nicht ans Laufen, wir schauen, ob wir es ans Laufen kriegen, dann machen wir auf jeden Fall was dazu, weil das ist einfach der Hammer. Schreibt auf jeden Fall einen Mod in die Kommentare für nächste Woche Freitag, damit wir dann wieder einen schönen neuen Mod haben. Schaut vielleicht vorher, ob der Mod auch noch verfügbar ist oder so, sonst muss ich hier wieder was rumsuchen. Ich denke mal, der Mod war jetzt eine gute Alternative dazu, weil er vom gleichen Macher ist. Aber es ist halt dann doch immer besser, wenn der Mod wirklich recht aktuell ist, und noch gemacht wird und auch gut ist. Also Timber-Mod ist jetzt nicht so unbedingt das, was man vorstellen muss, sag ich mal, ne? Gut, dann würde ich sagen, haut auf jeden Fall rein, schafft mir die 400 Likes, das wäre ziemlich cool. Dann werden mir die Füße wieder verplatzen vor Freude, da sprengt mir die ganze Nase und alles weg. Ihr kennt das ja, so ungefähr wie beim Kartoffelmann von Toy Story. Kennt den jemand? Kennt noch jemand den Kartoffelmann von Toy Story, wenn ihm die Nase abgefallen ist, wenn er sich aufgeregt und die Arme einfach abgeploppt sind? Wenn ihr halt könnt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich auch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Also wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann schreibt den, ich kenne den Kartoffelmann, in die Kommentare, ja. Das würde mich mal interessieren. Dann weiß ich, wie lange ihr diese Mod-Show denn ungefähr ertragt. Und wir sehen uns dann einfach nächsten Freitag wieder. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, einen traumhaften Abend. Wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.